Hallo und herzlich willkommen heute zu der ersten Aufnahme Open Roads. Ich kenne es nicht. Es ist gerade gestern, glaube ich, veröffentlicht worden. Irgendwie eine Mutter und ihre Tochter unternehmen einen Roadtrip und erleben Abenteuer, glaube ich. Was genau, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, um was es sich handelt. Ich habe bewusst nichts gelesen. Ich lasse mich immer überraschen bei den Spielen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Und wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Zusehen und Entspannen. Okay, ich lasse mal laufen. Ich, Mama und Oma Helen, Omas 80. Okay, ich pack's mal ein. Mama will, dass ich mein Zimmer für den Umzug nächste Woche aufräume. Es hat zwar gedauert, aber ich bin fast fertig. Ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste fehlen noch. Okay. Ich muss die Kamera ein bisschen langsamer machen, das ist ein bisschen sehr schnell. Okay, ich muss die Maus ein bisschen zurücknehmen, das ist ein bisschen sehr, sehr schnell. Mr. Bun aufheben. Ah, den kann man noch so drehen, okay. Weiß nicht, ziehe ich komplett um oder nur vorübergehend? Wahrscheinlich komplett oder pack jetzt einfach mal alles ein. Geburtstagskarte aufheben. Öffne die mal. Mögest du all die Segen des kommenden Jahres genießen. Ich bin so stolz auf dich, Oma. Okay, einpacken. Jetzt einfach mal alles ein. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Steckerleiste einpacken. Zu Besuch kam. Ja, wahrscheinlich die Mutter und Vater nicht mehr zusammen, wahrscheinlich.
DVD-Hüllen aufheben. Lesen. Video Galaxy DVD. Clueless, was sonst? 1995, Alicia Silverstone. Eine reiche und glamouröse Highschool-Schülerin versucht, eine neue Mitschülerin zum beliebtesten Mädchen der Schule zu machen, aber das Schicksal hat andere Pläne. Mitarbeiterwahl, DVD, blablabla. Weiter. Video Galaxy DVD Clue 1985, Tim Curry. Sechs Fremde werden zum Dinner in eine geheimnisvolle Villa eingeladen, doch als ihr Gastgeber plötzlich tot ist, wird jeder von ihnen zum Verdächtigen. Ich lege es mal wieder zurück. Notiz aufheben. Hey Tess, machen wir Filmeabend bei dir? Ja, ja, machen wir. Was für Filme bringst du von Arbeit mit? Es ist Comedy, Doppelfuture, Nacht. Ich gebe dir einen Hinweis, welche Filme es sein werden. Was ist der Hinweis? Habe ihn dir bereits gegeben. Es tu mir das nicht an. Du hast deinen Hinweis. Okay, ich pack's mal ein. Freundschaftsarmband aufheben. Tess und Fran. Okay, einpacken. Oh, right. I was supposed to feed you. Poor little guy. Okay, hier ist nichts mehr drin. Ich hoffe, es haut euch nicht die Ohren raus. War vorhin ein bisschen laut, als sie geredet. Ich stelle ein bisschen leiser. Geburtstagskarte aufheben. Öffnen. Alles Gute zum Geburtstag, Theresa. Es ist immer so spaßig, wenn du zu Besuch bist. Ich kann das nächste Mal kaum erwarten. Ich bin so stolz auf dich, deine Arbeit und die Art von Frau, die du geworden bist. Viel Liebe, Tante August. Einpacken. Schublade öffnen. Hier ist nichts drin. Mülltonne öffnen. Ausgeschnittenen Artikel aufheben. Elfter 8. 2003. Dr. Medizinisch persönlich Artikel 3. Demenz-Tipps eines Teenage-Enkels. Dr. Med, du befindest dich im Familienangelegenheiten. 3 Demenz-Tipps eines Teenage-Enkels von Henry Wood. Wenn ein geliebtes Großelternteil anfängt, unter Demenz zu leiden, kann das wirklich schwer sein. Seit meine Großmutter die ersten Anzeichen gezeigt hat, habe ich eine Menge gelernt. Ich hoffe, diese Tipps können dir auch helfen. Erstens, es ist mehr als bloß Gedächtnisverlust. Demenz kann auch Veränderungen der Persönlichkeit mit sich bringen.
Zum Beispiel kann der Betroffene sturer oder gereizter wirken, auch wenn er das vorher nie war. Denke immer daran, dass das nicht seine wahre Persönlichkeit ist, die sich da zeigt, und versuche es wegzustecken. Zweitens, pass dich an. Du wirst schnell feststellen, bei welchen Fragen es deinem Großelternteil schwerfällt, zu antworten. Lerne, das Gespräch von schwierigen oder beunruhigenden Themen wegzulenken. Wenn du etwas Falsches sagst, mach dir keine Sorgen. Sieh es als Lernfortschritt. Dritter Punkt. Sieh es positiv. Wenn sie einen Namen oder ein Ereignis vergessen, korrigiere sie nicht. Reagiere so, als würdest du verstehen, dass jeder so etwas vergessen kann. Bleib positiv. Du kannst ihre Erinnerungen nicht zurückbringen. Aber du kannst ihnen ein gutes Gefühl für das Hier und Jetzt vermitteln. Und vergiss nicht, nicht alles muss man mit Worten sagen. Manchmal kann eine einfache Umarmung sehr viel bedeuten. Okay, das zurücklegen. Kekstüte aufheben. Butterkuss. Grandma Nancy's Butterküsse. Okay, zurücklegen. Judy's Potato Chips, Sea Monster Spice. Okay, da steht jetzt nichts Weltbewegendes. Zusammengeknülltes Papier aufheben. Okay, Mülltonne schließen. Ich denke, das hat schon seine Gründe, warum das da im Abfalleimer ist. René Magritte, Le Grand Famille, The Large Family, 1963. Okay, nehme ich mit. Geburtstagskarte aufheben. Ich vergaß. Nein. Ach Scheiße, ich hab's jetzt nicht gelesen. Sorry. Ich kann sie nicht mehr rausholen. Marnie's the best in the business. Flüssiges Gold, eine Geschichte über den kanadisch-amerikanischen Schmuggelhandel und die verbliebenen geheimen Vermögen. Okay. Öffnen. Lesen. Greenville High School Bibliothek, bitte zum Lernzentrum zurückbringen. Fälligkeitsdatum. Okay, die hat das ziemlich ein paar Mal vergessen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das... Pack das jetzt mal einfach ein. Neptun Casino und Lounge. Weiter.
Jackpot Gems, freundlichste Tische der Stadt. Eldorado Blackjack Slots Cocktails. Okay, da waren wir. Einpacken. Wolpertinger aufheben. Ah, Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Okay, eintüten. Eintüten. Wöchentliche Seltsamkeiten. Amerikas einzige Zeitung. Die Aliens sind hier und sie wollen eure Lieblingsrezepte. Ich habe Bigfoot geheiratet. Sie ist super. Geheimes Versteck von lange verloren geglaubten Schmugglergold entdeckt. Und nur dieser Mann weiß wo. 21. Oktober 2002, $2.99, $3.95 in Kanada. Einpacken. Fotostreifen. Die Fun-Zone Lasertag, Go-Karts, Minigolf. Also das ist anscheinend mein Vater und ich, denke ich mal. Papa und ich sind Lasertag-Champions. Ich schaue jetzt diesmal sehr genau, dass ich mich nicht verdrücke diesmal. Was steht da? Suchorte Gemeinde Birchville, Ufer, Port Sanilac, Lieg, Krieg, Inland. Sugar Island, zugänglich mit dem Boot. Bears Bay, Stadtpark Problem. Hunters Point, Cooper Harbor am Fuß des Leuchtturms. Einpacken. Ausgeschnittenen Artikel aufheben. Die Jagd nach dem vergrabenen Schmugglerschatz, lokaler Mythos oder verstecktes Vermögen von Tess Devein. Die Prohibition in Amerika sollte die Leute im ganzen Land davon abhalten, Alkohol in Bars und zu Hause zu trinken. Stattdessen entstand eine boomende Industrie für illegale Alkoholimporte, besonders aus Kanada. Ein Großteil dieses Alkoholschmuggels fand mitten in der Nacht statt, wobei fässerweise Alkohol über die Grenze und gigantische Geldsummen zurück nach Kanada gebracht wurden. Doch eine Menge dieses Geldes wurde diesseits der Grenze von den Schmugglern gelagert, versteckt oder vergraben, um es zu sichern. Bis die Luft rein ist, um es nach Hause zu bringen. Und ein Teil dieses illegalen Schatzes muss zurückgeblieben sein. Als die Schmuggler von den zuständigen Behörden verhaftet oder in schiefgelaufenen Untergrundverhandlungen getötet wurden, die Fundorte dieser hinterbliebenen Verstecke mögen über die Zeit verloren gegangen sein. Doch gibt es noch Hinweise. Mein Vater und ich haben so manchen Sommerurlaub damit verbraucht, potenzielle Orte auf der Suche nach dem verbliebenen Schmugglergold aufzuspüren. Bisher jedoch vergeblich. Durch diese lokalen Legenden und die Geschichte dahinter sind wirklich faszinierend, wenn man mehr darüber erfährt. Fortsetzung, Seite 2. Also anscheinend, ich mache nochmal ein bisschen, blitze klein wenig die Maus langsamer.
immer noch extrem schnell. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich da nicht die Hälfte Hippo aufheben. Ja, dann packe ich auch ein. Mach mal den Radio aus. Arbeitshemd aufheben. Guess I'll have to pack this after my next shift. Video Galaxy. Okay, den packe ich auch mal ein. Hier drunter, dahinter oder so ist nichts. Hm? Flugdecke aufheben. Better leave these where Mom won't see them. Keiner übermäßigen Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Hier auf B2 tacken, gedruckt in USA von Magnetic Manufacturing Corp in Boston. Reisegasticket und Gepäckprüfung untersteht Vertragsbedingungen. Fluggutschein ausgestellt von Oceanic. Ausstellungsdatum, bla bla bla. Code ausstellen, das Büro ist PCI-Code. Fahrgastname Dewine Tess. Fahrkosten, Grundlagen, ihr Code. Und Detroit nach Reno. Fluglinie. Revalidierung, Flug 0451, Klasse. Y-Datum 14. November, Uhrzeit 9.13, Status ungültig, vor nach 14. November, Bestätigungen, Beschränkungen, Originalausführung, ausgestellt im Tausch für PNR-Code, Premium, Sitz 16D, Raucher 9, Fahrkostenberechnung, Fahrkosten 160, Steuern 18,22, Gesamt 178,22, gleichwertige Zahlungsformen, nicht erlaubt, bla bla bla. Also da die ganzen Abkürzungen, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, lese ich auch nicht vor, glaube ich, bringt nichts. Aktienkontrollnummer TX. Fahrgastgutschein, Oceanic Airlines, Boarding Pass, Fahrgastname, Dewine Tess, von Detroit nach Reno. Ja, da steht wieder das gleiche. Gate, Boarding, Uhrzeit, Sitz 16D, Raucher 9, zusätzliche Sitzinformationen. Bla bla bla, Gepäck-ID-Nummer, Gutschein, Airline, Form, Serie, NOC. Okay. Schulzeitung aufheben, erlesen. Vorbereitungen für den Abschlussball, Seite 7. Feuere unsere Basketballstars zum neuen Saisonbeginn an. Filmreviews, Fluch der Karibik, Matrix Reloaded, Seite 4. Lies alles darüber. Greenville High Gazette, September 2003. Die offizielle Zeitung der Greenville High School, Ausgabe 87, Auflage 1. Niemals vergessen, der Jahrestag der Katastrophe vom 11. September.
All unsere Leben haben sich an diesem schicksalshaften Tag vor 2 Jahren verändert. Greenville-Schüler teilen ihre Erinnerungen. Wie für alle Kinder in Amerika und überall auf der Welt veränderten sich am 11. September 2001 für die Schüler der Greenville High ihre Leben für immer. Ob man die Nachricht am Morgen von seinen Eltern gehört oder die Berichterstattungen im Fernsehen gesehen hat, man erinnert sich auf jeden Fall, wo man in diesem schicksalhaften Moment war. In den vergangenen 2 Jahren ist die Bedrohung durch Terrorismus zu einem Teil unseres Alltags geworden, genau wie Begriffe wie Massenvernichtungswaffen. Von dem Moment an, als die Flugzeuge die Türme des World Trade Centers trafen, wussten wir, dass nichts mehr so sein würde, wie es einst war. Während amerikanische Truppen in den Irak geschickt werden, laufen Gespräche zwischen Leuten, die die Unterstützung unserer Truppen fordern, und jenen, die argumentieren, dass die von George W. Bush und Donald Rumsfeld genannten Gründe für den Krieg nicht ausreichen. Aber heute ist ein Tag, an dem wir den über 6000 Leuten gedenken, die vor 2 Jahren ihre Leben verloren haben, und an dem wir die Opfer all der freiwilligen Ersthelfer und Gemeindemitglieder wertschätzen, die gehandelt haben, als sie am dringendsten gebraucht. Fortsetzung Seite 2. Die neue Sporthalle, war es das Warten wert? Lili Rodriguez Senior. Ich liebe das neue Logo auf dem Basketballfeld. Go Gremlins. Jake Rowenthal Junior. Ich hasse Sportunterricht. Kinder können auch ohne eine Sporthalle in Form kommen. Tyler TJ Jones. Offomore, oder wie, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nimm die mal mit, die Zeitung. Nagellack aufheben. Okay, einfach eintüten. Tüte ich auch mal ein. Tasse von Mamas Arbeit aufheben. Andromeda Theater. Made in China, Mikrowelle und Geschirrwaschmaschine sicher. Okay, Einpack. Kalender. Ah, wir haben Oktober. Was steht da? Justice is a Gold, Palomino, Tennessee, Walking Horse. Grown here at the farm of breeders, Mr. and Mrs. Henry Reid Wright in Rosum, Massachusetts. Aha, also am 25. Oktober ziehen wir um. Und jetzt ist anscheinend der 18. wahrscheinlich, als sie das richtig angekreuzt hat. Rechnung aufheben. Mal gucken. Rechnung Nummer 009. Rechnungsdatum 21.09.2003. Zahlung fällig 21.10.2003. Devin Design. Kunde Hancocks Hardware. Greenville. Beschreibung Webseiten Designdienste. Anzahl, Gegenstand, Einheit, Preis, Gesamt. Eine Webseiten-Design-Dienste $199. Ein Webveröffentlichung $49. Zwischenergebnis $248. Verschiedenes Nix. Fälliger Betrag $248. Bargeld oder Scheck werden gern akzeptiert. Danke für Ihren Auftrag. Mit freundlichen Grüßen, D.
des Design Webseiten von Tess. Aha, das heißt, ich bin auch am Webseiten erstellen, so wie das aussieht. Und das ist die Rechnung, die 9. Rechnung, das heißt, sie hat noch nicht viele Aufträge. Seance, Nail, Color, Vernis, Angle. Okay, eintüten. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viele Radiergummis mittlerweile. He? Mich beinahe verdrückt. Den liebenden Angedenken Helen Sophia Devine, 12. August 1915, verstorben 5. September 2003. Kirche der Ersten Gemeinschaft 2045, St. Franklin, Greenville, Pastor Emmett Fitzner, amtierend. Ich denke jetzt mal, das ist die Großmutter wahrscheinlich. Noch ein Lippenstift. Made in USA. Ob der Rest ist selbsterklärend. Zeugnis aufheben. Greenville High School 5670, Ehe Brunson Street, Greenville. Noten und Nationalität: A. Ausgezeichnet, B. Gut, C. Durchschnitt, D. Schlecht, F. Durchgefallen, D. Bestand. C. Kredit, NC. Kein Kredit, I. Unvollständig, NM. Keine Note, O. Hervorragend, S. Zufriedenstellen, N. Verbesserungswürdig, U. Unzureichend, W. Zurückgezogen. Schülertest Devine. Klassenstufe 10. Berichtszeitraum vom 10.04.2003 bis 10.06.2003. Was könnte das heißen? Unterrichtsstufe oder was meinten Sie mit dem? Kurslehrer, Klasse, Nat, Ab, Verspätung, Lehrerkommentar, Sportunterricht 3. Ah, warte mal. Unterricht. Irgendwie ist das ein bisschen blöd aufgeteilt, ich weiß nicht. Eine Freude, sie in der Klasse zu haben. Englisch 3, Charles S., Gesundheitserziehung, Fiat A., das ist der Lehrer anscheinend. Eine Freude, sie in der Klasse zu haben, Geometrie, Seligmann, fehlende Aufgaben, Chemie, Serie R., großartige Verbesserung, Bürgerkunde, Federico, Seite 1 von 1, Berichtkarte, 4. Quartal. Ich hoffe, ich habe euch da nicht jetzt mehr durcheinander gebracht. Aha, also die Noten sind Physik A, exzellent, Englisch B, gut, Field Education, irgendwas mit Gesundheit. A minus. Ich kenne mich eben da mit dem A minus plus und bla 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 nicht aus. Wir haben hier ein anderes Notensystem. Aber auf jeden Fall auch gut. Geometrie C plus ist so mittelmäßig. Chemie ist exzellent. CVX ist das. Chemie, okay.
Ah, Gesundheitserziehung. Okay. Health Education. Education ist Erziehung. Okay. Chemie. Und das letzte ist Bürgerkunde. Also sozusagen wahrscheinlich auch Geschichte, wie man es auch sagt. Hat sie auch exzellent, hä? Und Absenzen hatte sie immer so 3 Tage, 3 Tage, 2, 2, 3 Tage. Das längste war 4 Tage, wo sie weg war. Okay, dann packe ich das auch mal ein. Schublade schließen. Haarspangen ein Buch aufheben. Hier lernt man wahrscheinlich, wie man Webseiten erstellt. Beispiel CD enthalten. Animage Webscribe. Panimage Webscribe für Windows und Macintosh. Bringe dir selbst Panimage Webscribe auf die schnelle und einfache Art bei. Im Handumdrehen gestaltest du professionelle Webseiten. Visuelle Guides für jeden Schritt gebraucht gut. Gebraucht gut ist wahrscheinlich, weil sie das gekauft hat. Also gebraucht gekauft hat, ja. Hier sieht man das gebraucht. Und im guten Zustand einpacken. Scheint wichtig zu sein, weil sie das hobbymäßig wahrscheinlich betreibt. Schau mal, ob da noch irgendwo. Da drin. Okay, das sind Kerzen. Frag mich gerade, ob ich noch sonst irgendwo etwas nicht entdeckt habe. Glühstier da unten haben wir gefunden. Ich schau mal in den Schrank, wahrscheinlich hat es da noch irgendetwas. Jahrbuch aufheben. Okay, hier hat sie auf jeden Fall schon ausgeräumt.